getroffen und deswegen hat sich das irgendwie auch schon etwas getroffen. Nast hingegen sieht den Rückzug des Chefdirigenten darin begründet, dass die Orchesterversammlung sich Ende März gegen eine Vertragsverlängerung des 44-Jährigen ausgesprochen hat. Diese Entscheidung seien er und die zuständige Kulturstadträtin Veronika Karp-Hasler gefolgt. Kam ja auch immer wieder, auch in Rezensionen, wurde sehr deutlich, dass etwas Sand im Getriebe war oder dass es einfach nicht die optimale Konstellation war. Von Oskar Estrada, der selbst keine weitere Stellungnahme abgeben will, wird auch sofort kein Konzert der Wiener Symphoniker mehr leiten. Das traditionelle Konzert von Wien am Osterwochenende wurde mit Markus Poschner bereits ersetzt gefunden. Schwieriger dürfte die mittelfristige Umplanung werden, bis er den wo wir extra für ihn auch ein Festivalorchester gegründet haben, mit jungen Musikerinnen und Musikern, was auch so eine Leidenschaft von ihm war. Bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin wollen sich die Wiener Symphoniker Zeit lassen. Sie könnte bis zum nächsten oder auch übernächsten Jahr dauern, so Orchesterintendent Bernhard Nast. Österreichs Frauenfußballnationalteam könnte sich heute endgültig für das WM-Playoff qualifizieren, neben Schützenhilfe.